So, Richtung Salzburg unterwegs. Wieder mal. Beim nächsten Mal auf jeden Fall schaue ich mir die Routen immer vor an. Gut. Auf nach Nürnberg. Also ich kann euch jetzt sagen schon, dass auf jeden Fall es auch die Folgen natürlich auf YouTube sehen werden, aber es wird auch Livestreams geben. Die sind natürlich von Vergangenheit, wenn ihr das hier erzählt. Nur dass ihr Bescheid wisst, falls ihr das schon mal gesehen habt, dann wisst ihr, wo ihr es gesehen habt. So, 19 Euro Maut bezahlt. Versucht abzustoppen noch. Gut! Praktisch Streckeninfo. 5 Stunden 30 haben wir zu fahren, 359 Kilometer. Wir werden in der Nacht um 0.25 Uhr ankommen. Eine gute Zeit. Mehr gibt es, glaube ich, eh nichts zu sagen. So, jetzt wollen wir ein paar Tunnel passieren. Kurzer Blick auf die Karte. Grenze. Knoten gleich. Wobei. Jetzt. Nürnberg. Habe ich mir vertipselt.
Mal das Licht auf. War gar nicht. Ja, noch hell. Noch dann schauen, was unser Fahrer eigentlich so einbringt, wenn wir dann in Nürnberg waren. Ob er rentabel ist. Licht. Doch schon spät gewesen, dass man. Ich glaube, wir werden das Licht immer aufgedreht lassen. So, da kommt dieser Knoten, glaube ich, der jetzt entscheidend ist, wo danach die Grenze kommen sollte. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Also hier, ich habe gerade gemerkt, wieder. Ich weiß es schon. Aber Desktop Audio ist wieder weg gewesen. Okay, F3 ist das Menü. Wenn wir das wegdrücken, drücken wir den Desktop Sound weg. So, und hier müsste die Grenze sein. In der Theorie. Zollamt, ja. Irgendwo das Zollamt ist, ist dann natürlich auch die Grenze. Ah, da, Österreich. Deutsche Flagge, da war wirklich die Grenze. Deutschland, das haben wir sogar gesehen, das Zeichen. So, willkommen in Deutschland jetzt offiziell. Haben eigentlich eh schon Hinweise bekommen, wie wir nach Nürnberg gefahren sind, nur haben wir sie nicht wahrgenommen. Aber ja, so ist das nun mal. Sieht alles gut aus. Ich überlege gerade, ob wir überhaupt den Kredit gleich zurückzahlen sollten oder wenn wir jetzt eh drei Plätze in der Garage haben, vielleicht einen dritten kaufen sollten, einen dritten Wagen, also einen dritten LKW. Mit dem dann und dann könnten wir den Kredit zurückzahlen eigentlich. Also dabei bin ich zufrieden, so wie es läuft. Irgendwas gegen 0 Uhr haben wir gesagt, komm mal an, glaube ich. Das. Nur 0:12, genau, das war das Ziel. 3 Stunden und 17 Minuten noch zu fahren, 200 Kilometer und gut hin. Rosenheim West, dort vorne. Wir werden aber uns Rad München machen. Also Richtung Nürnberg.
Wann kommt dann München Nord? Dann abfahren nehme ich an, ja, Richtung Nürnberg. Berlin geht's da dann. Ein Berg. So, und jetzt gemütlich noch rauf an Nürnberg. 29 Kilometer. Tonner verliefern müssen. Halten uns. Ach, echt. Was das jetzt hier ist? Aber ich muss sagen, es läuft ganz ja. Also wir sind gut unterwegs, finde ich, zeitmäßig, planmäßig. Was im Griff, die erste Fahrt war eben eine Katastrophe, es wird immer besser. Auch mit Bild haben wir bald und das im Audio haben wir jetzt auch bald im Griff, also. Da muss man gar nicht drüber blinken. Sehr schön. Ja, das in der Nacht fahren ist jetzt mittlerweile schon unser Ding. Mit unseren Mercedes-Benz. Den werden wir auf jeden Fall lang fahren. Also ich werde dann erst wieder einen kaufen, wenn ich wirklich viel Geld habe, den ich richtig aufrüsten kann. Wenn wir schon ein bisschen gelevelt sind. Warum ist der Bus davon so langsam? Ich werde gleich raus, das Ding zu überholen. Schneller.
jeden Fall davon. Das ist schon wieder ein Umweg. Läuft. Ich würde sagen, nicht so einen weiten Umweg. So, da darüber und einmal eine Runde fahren. So, Ludergraben.